Der wiederum wird. Könnte mit Anlauf natürlich da hoch, aber das wird er sehen. Das würde der definitiv sehen. Nee, warte mal, so war das, ne? Warum sollte man das tun? Wird schon seine Gründe haben, denke ich mal. Ist keine Ahnung. Vergesst den Papst, ihr untersteht nur mir. Rom ist der Eckpfeiler, der unsere ganze Unternehmung trägt. Rom darf nicht wanken. Und damit keiner von euch. Und il Vaticano? Diese Bande alter Männer? Spielt ihr Spiel mit. Schon bald brauchen wir sie nicht mehr. Er überlässt uns Roma. Sie ist in guten Händen. Checkpoint erreicht. Ja, wohin jetzt? Könnte natürlich sein, da hoch. Einen ganz kurzen Moment. Musste ich gerade mal ganz kurz niesen. Ich habe schon gemerkt, dass es angekommen ist. Oh Mann, ey. Okay, weiter geht's. Ich glaube, so ganz einfach komme ich diesmal dann doch nicht davon, wie ich es gedacht hatte. Der steht tatsächlich nur. Irgendwo noch einer auf meiner Ebene. Warte mal. Ich geh mal. Oder ist er das? Nicht runterrutschen, bitte nicht runterrutschen. Bitte nicht runterrutschen. Wow. Heieiei. Die Wache bewegt sich auch. Das ist aus dem Parallelgang, ne? Genau. Schon wieder das Niesen, Leute. Tut mir leid. Oh, oh, oh. What the fuck?
Diesmal konnte ich es nicht muten. Tut mir leid, tut mir leid. Vorhin hat er sich direkt angekündigt. Nein, bleib unten. Jetzt würdest du das einfach nur kriechen. Ich weiß nämlich nicht, wie weit der andere was sehen kann. Hier oben da. Ich kenne den Mann. Du kennst ihn nicht. Schnapp ihn dir. Du sollst ihn nicht plündern, du sollst den Körper auflegen. Wie es nicht funktioniert, ne? Mit Adlerauge. Oh, was ist denn jetzt los, ey? Sorry, Leute. Ich weiß nicht gerade, was hier abgeht. Ihm rennen wir hinterher, sobald er zum Tor hinten geht. Ich habe gerade eine Niesattacke. Mir kribbelt so die Nase, als wenn mir hier Pfeffer unter der Nase gerieben hat. Kommt noch mehr. Sorry, Leute, ne? Also wenn hier einfach mal spontan still ist oder ein Nieser kommt, das ist keine Absicht, keine Böse. Ich muss es gerade irgendwie ausmerzen. Das ist halt irgendwie jetzt die Erkältung, die zugeschlagen hat. Der sieht aus wie so ein Bade. Psst. Stehen da hinten 4 Leute? Okay, ich sehe gerade, wir sind noch gar nicht ganz voll. Ah ja, die kleine Pistole hatten wir auch noch, ne? Die Pistole. Tschüss. Na, die würde ich natürlich gerne so vorbei. Wieso sagt er mir eigentlich, dass hinten... die Karte auf der anderen Seite ist? Ist das wegen mir ausgelöst? Nee, ne? Er sagt mir, ich muss dahin. Da ist irgendwo mein Checkpoint. Oh. Ach komm schon. Egal. Schön voll der Hof hier. Aber sagt mir, dass ich runter muss. Ja. Ist ja eh schon versaut. Du bist doch nicht... Du Drecksack, Alter. Kommen wir da schon hoch? Ich kann ja den Sprung nicht mehr, ne? Oh, warte. Oh!
Oh. Gut. Die Nägel habe ich jetzt gerade überhaupt nicht gesehen. Oh. Hui. War das so richtig? Ne. Mal andere Seite. Können wir rumkrabbeln? Ja, ne? Fuck. Aber ja. Oh, schuiuiui. Ja, doch, er macht's okay. Ich wollte sagen, jetzt die Frage wie, ne? Cesare. Lucrezia. Okay, die haben sich lieb. Ich hoffe, du hast unseren Gast gut behandelt. Dieses Schandmaul. Wie gern würde ich es ihr zunähen? Ich persönlich bevorzuge es offen. Oh. Hast du mit dem Papst wegen der Gelder für meinen Bankier gesprochen? Er ist nicht in der Burg und er muss noch überzeugt werden, wenn er zurückkehrt. Das sollte kein Problem sein, richtig? Nein. Nur, es wird recht einsam hier. Wir beide verbringen so wenig Zeit miteinander. Du bist so beschäftigt mit deinen anderen Eroberungen. Bald. Wenn ich Italiens Thron bestiegen habe, wirst du meine Königin sein. Und deine Einsamkeit gehört der Vergangenheit an. Ich kann nicht warten. Benimm dich, solange ich fort bin. Aha. Ist sie. Lucrezia Borgia. Adlige Tochter des Papstes. Oh, okay. Lassen wir das Thema. Lucrezia wurde von Kindesbeinen an zu einem Spielball für die Machenschaften ihres Vaters herangezogen. Sie wurde dreimal im Interesse des Papstes verheiratet. Mit nur 13 Jahren wurde sie mit Giovanni Sforza das erste Mal verheiratet, um die päpstlichen Beziehungen zu Mailand zu fördern. Doch als sich der Papst gegen Mailand stellte, konnte er mit dieser Ehe nichts mehr anfangen. Cesare drohte Giovanni umzubringen und so floh dieser. Um die Ehe auflösen zu können, erklärte der Papst Giovanni letztendlich für impotent. Alter, okay. Da diese Verbindung nun nicht mehr existent war, so konnte der Papst eine weitere Ehe arrangieren, dieses Mal mit Alfonso Aragon. Den kenne ich. Sie sollte die Bindung zu Nepal festigen. Cesare hasste es, dass es ihm der 19-jährige Alfonso Lucrezias Aufmerksamkeit stahl. Und so erstach er ihn im Jahre 1500. Doch trotz mehrerer ernsthafter Wunden starb Alfonso nicht. Wie durch ein Wunder erholte er sich im Verlauf der nächsten Wochen. Als er das Unmögliche schaffte und sein Krankenlager verließ, wies Cesare Micheletto an, ihn zu erwürgen. Lucrezia wurde aus dem Zimmer geworfen und während sie zum Papst rannte und um Hilfe bitten wollte, wurde Alfonso ermordet. Mhm. Hinweis, das war nicht das erste Mal, dass Cesare einen Mann aus Lucrezias Umfeld getötet hat. Im Jahr 1498 erklärte Pedro Calder dem päpstlichen Kämmerer. Ertränkte er den päpstlichen Kämmerer, gut, weil er ihr zu nahe gekommen war. Alfonso d'Este, Lucrezias dritter Ehemann, heiratete sie verständlicherweise nur sehr widerwillig. Doch die Strategie des Papstes Mittelitalien, erforderte es, dass er die Beziehung mit Ferrara festigte. Also zahlte Alfonsos Vater, dem Herzog von Ferrara 300.000 Dukaten und gestand ihm noch andere Privilegien zu, um die Partie zu sichern. Die zwei heirateten, doch amüsierten sie sich auch außerehelich. Lucrezia schlief mit dem Dichter Bembo und Francesco II. Gonzaga. Ihre Beziehung beendete, als Francesco die Syphilis bekam.
Lucrezia starb bei der schwierigen Geburt ihres achten Kindes im Jahre 1519. Was ist denn mit den anderen 7 Kindern? Fragst du dich jetzt? Das erfährst du in der nächsten Folge von Die schlimmsten Horrorromanzen der Welt. Oh Gott. Okay, wie? Ja, sorry, mein Lesen ist heute noch nicht so. Ich bin noch nicht so wirklich fit. Hui! Nee, ich will nicht. Ich wollte nicht. Jetzt macht das mir wieder schwer. Auch nicht? Du warst schon richtig. So, jetzt bleiben wir mal unten. Kamera drehen. Rumkrabbeln. Jetzt gehen wir mal runter. Oh, oh. Öffnet das Tor! Der Generalhauptmann reist nach Urbino! Buona fortuna, Padron Cesare! Machiavelli wird sicher schwer enttäuscht sein. Oh. Ja, was wirst du machen? Machiavelli mal Besch gehabt. Obwohl, ich kann eigentlich hier oben bleiben, ne? Sehe ich gerade. Wie soll ich denn da bitte schön reinkommen? Oh, Alter, was habt ihr euch denn hierbei gedacht? Hopp. Nee, war schon richtig. Öffnet die Zelle. Wie verlief eure Reise? Wart ihr in Cesares Privatkutsche? Ihr seid erbärmlich, Lucrezia. Worüber hat er geredet? Seine Pläne für Napoli? Gefielen sie euch? Kann mich nicht erinnern. Vielleicht erinnert ihr euch daran. Oh! Das wird euch eine Lehre sein. Sperrt ab und gebt mir den Schlüssel. Alter, was ein Biest.